Ostersamstag Hafenstraße RWE gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Bei Rot-Weiß fehlte Herzenbruch wegen seiner Gelbsperre. Rios Alonso war Corona-positiv. Krasniqi wegen einer Verletzung nicht im Kader. Somit war Christian Neither zu einem größeren Umbau gezwungen. Entschied sich für den wiedergenesenen Bastians neben Heber. Kefke ergänzte die linke Seite. Kleinsorge wieder von Beginn an vorne rechts. Die mehr als 10.000 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße erlebten einen disziplinierten Gegner, der die Flucht nach vorne suchte. Kemper mit dem Pass in die Spitze. Eisfeld schirmt ab. Und dann am Ende Schröers mit dem Schuss. Aber kein Problem für Jakob Golz im rot-weißen Kasten. RWE brauchte ein wenig länger, um ins Spiel zu finden. Die Gladbacher im Spielaufbau und dann geht Eisfeld energisch dazwischen. Harenbrock und dessen Schuss abgefälscht ins Tor aus. Die Borussia konnte immer wieder eigene Angriffe aufziehen. Wieder kommt der Ball zu Schröers. Der ist da im Duell mit Heber. Kann den Ball durchspielen zu Kemper, erneut die Flanke, aber der Kopfball ohne Gefahr. 10 Minuten noch bis zum Wechsel, Tarnat mit dem Ball auf den linken Flügel, das ist Kefkir, die Flanke aus dem Halbfeld, Gahl mit dem Fehler und Kleinsorge staubt ab zur Führung. Dritter Treffer für Marius Kleinsorge, der da auf den Fehler spekuliert und belohnt wird. Die Flanke von Kefkir eigentlich zu kurz. Der Oberschenkel von Gahl macht die Sache nochmal interessant und Kleinsorge behält die Nerven vor Kerskens. Dann war Halbzeit, nach dem Wechsel wieder Eisfeld mit einem beherzten Einsteigen. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter, und Engelmann mit dem Versuch aus der Distanz. RWE im Aufbau. Heber mit dem Pass zurück zu Golz. Und dessen langer Pass völlig verunglückt. RWE plötzlich unter Druck und Golz im Nachfassen zur Stelle. Es war kein Abseits. Heber hatte dies in der Höhe des 5-Meter-Raums aufgehoben. Vielleicht kann es ja ein Standard richten. Kefkir mit der Hereingabe und da rauscht Bastians heran und ganz langem Fuß kommt er da noch dran. Der Ball geht aber knapp vorbei. Es war nicht leicht für die Rot-Weißen, eine Lücke durch die vielbeinige Abwehr der Fohlenelf zu finden. Hier gelingt es mal über Harenbrock und Young und Engelmann erneut mit dem Distanzschuss. Wirklich gefährlich wurde es auf beiden Seiten meist nur nach hohen Bällen. Freistoß für die Borussia und irgendwie kommt der Ball zu Gahl und der vollbringt das Kunststück, aus einem Meter den Ball übers Tor zu setzen. Glück für Rot-Weiß. RWE bemühte sich, weitere Angriffe aufzuziehen. Erneut Flanke, Kefkir, der Kopfball von Engelmann aber schon eine der größeren Chancen. Sprung in die Schlussphase. Wieder Gladbach, wieder Freistoß. Der Ball geht rechts raus. Kefkir ist zur Stelle. Bleibt dann aber zweiter Sieger und kann die Flanke nicht verhindern. Bastians und dann der Nachschuss in die Arme von Golz. Noch 5 Minuten, wieder ein Standard von der linken Gladbacher Seite. Diesmal geht der Ball in Richtung zweiter Pfosten. Da steht Schröers ganz blank und kann den Ball in die Mitte ablegen. Golz pariert zunächst und dann ist der Ball in den Maschen. Der eingewechselte Michael Wenzel erzielt den Ausgleich. Kefkir wird da geblockt, verliert so den Kontakt zu Schröers und der hat die Übersicht. Wenzel muss nur noch vollenden. Zwar kommt RWE im direkten Gegenangriff noch zu einer größeren Chance durch Engelmann bzw. Bastians, doch es bleibt beim 1:1. RWE muss sich erneut mit einem Unentschieden begnügen. Am Osterdienstag kommt dann der SV Lippstadt an die Hafenstraße. Noch ist nichts verloren, bis dahin nur der RWE.